Guten Tag. Heute werde ich mal wieder hier im Kiefernforst nach Pilzen suchen, und zwar diesmal nach Maronen, denn von den anderen Pilzen hatte ich ja schon in den vergangenen Tagen genug gegessen. Und heute geht es um die Marone, auch Braunkappe genannt. Folgt mir doch einfach. Diese Marone ist in einem sehr guten Zustand. Mal schauen. Ja, fühlt sich gut an. Der Stiel ist noch ganz fest. Ja, es ist eine sehr schöne Marone. Sie hat diesen schönen dunkelbraunen Hut, die blassgelben Röhren und diesen hellbraunen Stiel. Der kann mal dicker oder auch mal dünner sein. Daran kann man sie gut erkennen. Und wenn man ihre Röhren drückt, dann bläuen diese sehr stark. Das ist dann so eine Art Blaugrau. Ja, die Marone bildet eine Symbiose mit den Kiefern. Ich kann hier mal durchleuchten. Hier geht es hinaus aufs Feld, aber hier stehen Kiefern. Hier ist wieder die kleine Marone und da ist auch ein bisschen Moos. Dadurch hält sich die Feuchtigkeit länger. Und Pilze lieben ja Feuchtigkeit. Ja, die Marone gehört zu den Röhrenpilzen. Und sie ist ein guter Speisepilz und hat einen sehr angenehmen Duft. Sie hat diesen würzig intensiven Duft. Sie duftet noch stärker als ein Steinpilz. Sie schmeckt zwar nicht ganz so gut wie ein Steinpilz, ist doch aber auch ganz köstlich eigentlich. In stark radioaktiven Gegenden, also wo von Tschernobyl sehr viel runtergekommen ist, weil es stark geregnet hat, sollte man die Huthaut schälen der Marone, weil dort sich die Radioaktivität speichert. Da kann man zum Beispiel einen Sparschäler nehmen. Und wenn sie schon älter ist, dann matscht der Schwamm auch sehr stark, also die Röhren, die sollten dann auch entfernt werden, weil sonst ist die Mahlzeit sehr schleimig, das ist dann nicht so angenehm, sodass man nur das reine Pilzfleisch hat. Ja, ein hübsches Exemplar, was hier wächst. Sehr schön. Das hier ist noch ein sehr junges Exemplar einer Marone. Ich habe mal ihren Stiel gefühlt. Der ist noch sehr fest und er ist auch ganz gut kräftig. Bei jungen Maronen ist er oft sehr kräftig noch, der Stiel. Hat auch wieder diesen schönen braunen Hut, der so ein bisschen ledrig ist und matt, also nicht glänzend wie bei den Schmierröhrlingen. Er hat diese blassgelben Röhren, den rehbraunen, hellen Stiel und ist in einem sehr guten Zustand. Wahrscheinlich noch nicht vermadet, da sie sich noch sehr fest anfühlt. Ja, hier haben wir eine etwas schon ältere Marone. Da wölben sich die Röhren schon merklich herab. Die ist schon zu alt zum Essen und ich habe mal gerade den Stiel angefasst und festgestellt, dass dieser total weich ist. Also diese Marone ist alt und schon total vermadet. Der Stiel hat praktisch keine Stabilität mehr. Ja, sie ist ein recht großes Exemplar, aber einen ganz weichen Stiel, der sich ganz leicht eindrücken lässt. Also die kann man auf keinen Fall mehr mitnehmen. Man sollte keine alten Pilze essen, denn man sagt, dass es mehr Vergiftungen durch zu alte Pilze gibt als durch Giftpilze. Denn das Eiweiß zersetzt sich langsam, der Pilz geht in einen Verwesungszustand über und der ist dann auch giftig, den sollte man nicht mehr essen. Alte Pilze, die sich zersetzen, die riechen auch sehr stark nach Aas. Die haben diesen typischen Verwesungsgeruch, wie ein totes Tier. Ja, aber eine sehr schöne dunkle Kappe. Aber man sieht überall schon die kleinen Madenlöcher, wo die Maden schon rausgekrochen sind. Ja, die ist hinüber, diese Marone. Ja, das hier ist auch schon wieder ein ganz altes Exemplar einer Marone. Ganz ledrig schon die Huthaut und der Schwamm bzw. die Röhren sind stark durchgewölbt, sehen auch schon ganz alt aus. Ja, der ist auch schon viel zu alt, dieser Pilz. Den kann man auch nicht mehr essen. Fühlt sich auch ganz ledrig an. Und der Stiel ist zwar noch recht fest, aber der Pilz ist trotzdem schon zu alt. Wahrscheinlich
sind da keine Maden drin, aber von seinem Alter her, wie gesagt, ist er nicht mehr zu gebrauchen. Ist auch eine recht große Marone, kann man mal mit meiner Hand vergleichen. Gut, also den kann man stehen lassen. So, hier könnt ihr mal den Kiefernforst sehen, in dem ich stehe. Da hinten wachsen ganz viele junge, kleine Kiefern, hier vorne die etwas größeren, älteren. Und ich bin hier an einem Weg, da wächst hier Büffelgras, dann hier auf dem Weg wächst etwas Moos. Mal gucken. Ja, und hier unten wachsen jede Menge Pilze auf diesem Weg. Da sehe ich zum Beispiel solche kleinen Lamellenpilze, die ich nicht genau kenne. Und daneben wieder eine Marone. Mal fühlen, wie der Stiel ist. Ah, der ist ganz weich. Also diese Marone dürfte ziemlich vermadet sein. Sie ist auch schon recht groß. Ja, die ist auf jeden Fall nicht mehr zu gebrauchen. Und hier sehe ich wieder mehrere Maronen zusammenwachsen. Diese hier ist schon eine etwas große, ältere Marone. Mal gucken, wie der Stiel sich anfühlt. Der Stiel ist noch recht fest, aber die Röhren, die wölben sich doch schon sehr stark. Hier sieht man ein bisschen die gelblichen Röhren. Ich glaube, diese Marone ist schon zu alt. Ich schaue mir mal die Nachbarmarone an. Das ist diese hier. Ah, da ist sehr viel Gras und Moos. Ja, die vom Alter her scheint die noch gut zu sein. Ah, der Stiel ist schon sehr angefressen. Naja, ich kann sie erstmal nehmen und dann mal schauen, wie sie aussieht später. Und hier nebenan sah ich doch noch etwas. Ja, hier ist auch wieder eine Marone. Unter ihr wachsen so eine kleinen Lamellenpilze, die ich nicht weiter kenne. Niedlich, als ob die große Marone den kleinen Pilz beschützt. Ja, ja, es ist wieder eine Marone mit der dunkelbraunen Hutkappe, den blassgelben Röhren, die bei Druck eben, wie ich schon sagte, blau-grau werden und dieser hellrehbraune Stiel. Die sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ich schaue sie mir mal näher an. Also der Stiel ist noch ganz fest. Diese Marone ist auf jeden Fall noch essbar, die kann man mitnehmen. In diesem Jahr sind leider sehr viele Maronen vermadet. Aber diese hier scheint mir noch ganz gut zu sein. Das werde ich dann alles später zu Hause sehen, wenn ich sie zerkleinere. Maronen esse ich sehr gerne in einer Rahmsoße. Diese Soße kann man zum Beispiel gut über Nudeln geben, das schmeckt ganz gut. Sie brauchen auch nicht so lange wie die Pfifferlinge oder wie die krausen Glucken. 10 Minuten reichen in der Regel schon. Während die festeren Pilze, die brauchen schon mal eine Viertelstunde. Aber bei den Maronen geht es schneller. Ja, wenn der Schwamm nicht mehr ganz fest und jung ist, so würde ich den auf jeden Fall entfernen, also diese Röhren. Weil das ganze Essen wird dann ziemlich schleimig und matschig, wenn da die Röhren nicht mehr ganz fest und knackig sind. Ja, das hier ist wieder eine sehr große Marone. Die dürfte eigentlich auch schon zu alt sein, um sie mitzunehmen. Der Schwamm wölbt sich, aber der Stiel ist noch ganz fest. Aber der Schwamm ist mir schon etwas zu stark durchgewölbt. Ist also schon ein älteres Exemplar. Übrigens, jedes Pilzgericht gewinnt sehr, wenn man zum Schluss frische Petersilie daran tut und ein Spritzer Zitronensaft. Das ist so die Verfeinerung. Dann schmecken Pilze erst richtig gut, wie ich finde. Das hier ist auch schon ein sehr altes, großes Exemplar einer Marone. Da könnt ihr mal ganz gut die Röhren sehen, diese blassgelben Röhren und den Stiel. Aber diese ist auch schon zu alt, weil sie sehr stark durchgewölbt ist. Und ich habe sie mal befühlt, sie fühlt sich auch schon sehr zäh an. Also diese lasse ich auf jeden Fall stehen. Bei dieser Marone sieht man am Rand ihres Hutes schon einen leichten Schimmelüberzug. Und angeschimmelte Exemplare sollte man auf keinen Fall mitnehmen. Die sollte man immer stehen lassen. Ja.
Ja, das ist auch ein schon älteres Exemplar von einer Marone. Die ist nicht mehr zu gebrauchen. Hier haben wir wieder eine sehr hübsche kleine Marone. Die sieht noch sehr gut aus. Sie hat auch noch einen festen Stiel. Aber sie sollte noch ein bisschen wachsen, weil sie ist noch sehr, sehr klein. Aber ein sehr hübsches junges Exemplar. Da ist alles noch fest und knackig. Hier haben wir eine Marone, die schon sehr stark zerfressen ist. Oben aus dem Hut sieht man schon, da die Tiere rausgekrochen gekommen sind oder sich durchgebissen haben, je nachdem. Das hier ist eine schon etwas größere Marone. Und auch der Stiel, wenn ich den mal anfühle, der ist ganz dünn und angefressen. Ich vermute mal auch, dass die eventuell Maden hat oder schon von anderen Tieren sehr stark beschädigt worden ist. Hier sehe ich gerade eine Marone. Die ist auch noch jung und die ist sehr unregelmäßig gewachsen. Normalerweise sind ja Maronen mehr so rund oder oval, leicht oval in ihren Hüten. In der Regel mehr rund, aber die ist unregelmäßig. Schauen wir mal unten den Stiel an. Ja, der Stiel ist noch gut erhalten. Ich habe gerade mal gefühlt. Auch die Röhren sehen noch sehr schön aus. Also die kann man auf jeden Fall mitnehmen. Hier könnt ihr mal eine alte Marone von unten sehen. Diese hier ist schon umgekippt. Der Stiel ist verschimmelt, was man an der weißen Farbe sieht. Hier sind die Röhren gut erkennlich. Gut erkennbar. Hier mal von der Seite. Das sind so diese typischen blassgelben Röhren. Und die schöne braune Hutkappe, die etwas ledrig ist und matt. Ja, aber der Stiel ist schon verschimmelt. Der hat nicht mehr seine ursprüngliche rehbraune Farbe. Die ist natürlich nicht mehr zu brauchen. Sie liegt wahrscheinlich auch schon eine ganze Weile. Und hier neben der Marone befindet sich ein kleiner Stäubling, ein Bovist. Das ist ein essbares Exemplar. Man kann ja alle Stäublinge essen, solange ihr Fleisch noch weiß ist, bis auf den Kartoffelbovist. Dieser ist giftig. Aber dieser hier, das könnte ein Igelstäubling sein, wenn ich mich nicht irre. Der ist auf jeden Fall essbar. Ja, so sehen dann alte, schon angegammelte Maronen aus, die man natürlich nicht mehr essen kann. Und hier haben wir eine sehr hübsche, kleine Marone, die noch ein bisschen wachsen wird. Die ist sehr gut erhalten, hat einen ganz festen Stiel, noch mit der ursprünglichen hellen Farbe, schon den charakteristischen dunklen Hut. Der Kiefernsteinpelz hat auch so einen dunklen Hut, aber der hat natürlich einen schmutzig weißen, noch viel dickeren Stiel und in der Jugend weiße Röhren, die dann später auch gelblich werden. Das ist ein sehr hübsches Exemplar. Hier haben wir auch wieder ein sehr schönes Exemplar einer Marone. Sie scheint noch gut erhalten zu sein. Der Stiel ist auch noch ganz fest. Kann man auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Hier am Rand kann man die blassgelben Röhren durchscheinen sehen. Pilze kann man übrigens entweder abschneiden, wenn man sie sammelt, oder auch rausdrehen. Wenn man sie rausdreht, sollte man das sehr vorsichtig tun, damit man das Myzel nicht zu sehr beschädigt. Und die rausgedrehte Stelle wieder gut verschließen. Ja, sehr hübsch das Exemplar. Auf jeden Fall auch gut zu gebrauchen. Schaut mal hier, eine ganz große Marone direkt an einer Kiefer. Ich gehe mal näher ran. Ja, das ist schon ein sehr großes Exemplar. Wahrscheinlich schon zu alt. Aber sehr schön. Schöne, kräftig braune Hutfarbe.
Und hier gleich nebenan die Kiefer, der Symbiont. Schauen wir mal, ob ich ihn etwas von unten bekomme. Hier kann man den Stiel sehen. Und die Röhren. Ich fasse ihn mal an. Der Stiel ist noch ganz fest. Diese Marone ist zwar schon ein bisschen groß, vielleicht schon etwas alt, aber man kann sie eventuell doch noch mitnehmen. Man muss sie sich noch mal im Einzelnen genauer anschauen. Aber ich gucke mal, was ich hier noch finden kann. Vielleicht lasse ich sie lieber doch stehen, die doch schon etwas sehr groß und alt ist. Ja, ich gehe mal um die Kiefer rum. Ja, hier auf der anderen Seite. Da ist noch eine kleine Marone zu sehen. Ja, die ist noch sehr jung. Die sieht noch gut aus. Aber ich wollte euch auch noch mal was anderes zeigen. So, ich gehe mal von der großen Marone weg. Ich habe hier nämlich auf dem Weg was Interessantes gefunden. Hier ist der Weg, zu dem ich gehe. So, dann gehe ich mal hier rüber. Seht ihr, hier geht der Weg lang. So, nebenan haben sie ein paar junge Eichen gepflanzt. Aber sonst sind hier überwiegend Kiefern. Und hier vor mir auf dem Boden, da liegt eine umgefallene Marone, die an für sich noch ganz gut aussieht. Und das Interessante hier ist, sie ist mit einem Kienapfel zusammengewachsen. Seht ihr das? Ja, der ist direkt dran. Hat sich da, ja, er hat sich mit ihm zusammengetan. Da reingewachsen. Hier könnt ihr mal die Röhren der Marone von unten sehen. Und wenn man nämlich hier drückt, dann wird es nach und nach so ein dunkles Blaugrau. Seht ihr, sie fängt schon an zu bläuen. Ich weiß nicht, wie lange sie hier schon liegt. Aber sie sieht noch ganz gut aus, aber ich nehme sie trotzdem nicht mit, denn Pilze, die schon liegen, die lasse ich immer auch dann liegen. Ja, hier könnt ihr sie mal von allen Seiten sehen. Diesen typischen Maronenstiel, diese blassgelben Röhren. Die haben nicht diese schöne goldgelbe Farbe, die zum Beispiel die Goldröhrlinge haben, sondern sind blassgelb, der etwas ledrige, matte, braune Hut. Ja, jetzt ist die Bläuung. So, die Bläuung ist schon etwas weiter fortgeschritten, wie man jetzt sieht, durch den Druck. Das ist so typisch für Maronen. Es gibt auch andere Pilze, die bläuen, weil die sehen dann in der Regel etwas anders aus. Ja, sehr schön. An einem Kienapfel festgewachsen. Ich lege sie mal etwas zur Seite, dass sie auf dem Weg nicht überfahren wird, falls der Förster oder ein Waldarbeiter vorbeikommt. So. Nochmal. Und hier ein Bild machen. Ja. Sehr hübsch. Hier sehen wir zwei Maronen direkt nebeneinander wachsen. Sie sind etwas unregelmäßig, vor allem die rechte. Da ist der Hut etwas unregelmäßig geformt. Die andere ist noch relativ gleichmäßig, obwohl sie auch ein bisschen eingebuchtet ist. Fühlen sich beide noch gut an, haben feste Stiele. Hier ist allerdings schon etwas angefressen von irgendeinem Tier, aber das kann man abschneiden. Also sie beide sehen noch genießbar aus, sind zwar schon etwas größer, aber könnten noch gut sein. Und daneben, es ist hier sehr viel Moos, wie ich sehe, da fühlen sich Pilze natürlich besonders wohl. Ja, daneben wächst noch eine Marone. Mal gucken, wie die sich anfühlt. Die scheint auch noch in Ordnung zu sein, der Stiel ist noch recht fest. An der Seite hinten auch schon etwas von einem Tier angeknabbert, aber das macht nichts. Ja, hübsches Exemplar. Die kann man auch mitnehmen. Ja, viel Moos.
und dahinter wieder Kiefern. Hier gibt es sehr viele Maronen an dieser Stelle. Hier könnt ihr mal eine verschimmelte Marone sehen. Die hat es wirklich hinter sich. Und daneben, da steht noch eine junge Marone. Die sieht noch sehr gut aus. Die ist noch in Ordnung. Und hier auf dem Weg weitere Maronen. Also heute wird es wirklich ein reichhaltiger Fund an Maronen. Ja, sehr schön. Ja, die sieht auch noch sehr gut aus. Und solange der Stiel noch fest ist und nicht weich, hat man eine gute Chance, dass sie noch unvermadet sind. Ja, schaut euch das an. Maronen über Maronen, da wieder welche. Die wachsen hier in verschiedenen Altersstufen. Hier zwei größere, also hier die eine und da die nächste. Und da geht's weiter, sind wieder zwei kleine Marönchen. Zwei kleine Braunkappen. Ja, sehr hübsch. Also erstaunlich viele Maronen hier. Könnt ihr mal den Schwamm einer ganz jungen Marone sehen? Also die Röhren, die blassgelben Röhren. Da an der Stelle, wo ich gedrückt habe, fängt sie schon an zu bläuen. Und das Pilzfleisch ist weiß. Das kann man da sehen, wo der Stiel abgebrochen ist. So sieht die dann von unten aus, wenn sie noch sehr jung ist. Und hier der schöne dunkelbraune Hut. Das ist ein warmer Braunton. Ja, auch hier am Rand kann man das weiße Pilzfleisch gut sehen. Hier könnt ihr mal zum Vergleich mit der Marone den Hut eines Kiefernsteinpilzes sehen, der nicht sehr groß geworden ist. Was auffällt, das Braun ist besonders kräftig und dunkel und man sieht noch an dem Rand so ein bisschen eine weiße Linie. Die ist hier allerdings kaum erkennbar, der ist schon stark zersetzt. Hier am Stiel sieht man auch, dass er sehr stark vermadet war. Der Unterschied ist, dass der natürlich sehr viel kräftiger ist, der Kiefernsteinpilz. Der Stiel ist nicht bräunlich, sondern, wenn er noch in Ordnung ist, weißlich oder schmutzig weißlich. Und die Röhren sind bei jungen Kiefernsteinpilzen erstmal weiß und werden später, wenn er älter wird, dann auch etwas gelblich. Aber von oben der Hut ist auf dem ersten Blick sehr ähnlich, aber der hier, wie ihr seht, ist schon ziemlich hin, dieser Kiefernsteinpilz. Der ist nicht mehr zu gebrauchen, völlig vermadet und geht schon in den Verwesungszustand über. Ja, den wollte ich euch noch mal zeigen zum Vergleich mit der Braunkappe oder Marone. Und hier nebenan steht gleich eine traumhaft schöne Marone, die man auf jeden Fall mitnehmen kann. Sie ist noch wunderbar erhalten, sie ist noch jung, sie hat einen festen Stiel, also wahrscheinlich keinerlei Maden. Ja, das ist ein Bilderbuchexemplar von einer Marone. Die kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ja, und hier sind auch wieder kleine Kiefern, die hier wachsen. Daneben größere Kiefern. Wenn man hier mal sieht, hier könnt ihr den Kiefernforst sehen. Die Stelle, wo ich mich gerade befinde. Das ist heute auch ein ganz schöner Tag. Wir haben Sonnenschein und ein paar Wolken. Nachts hat es noch etwas geregnet, das heißt, die Pilze haben noch etwas zu trinken bekommen. Und sie wachsen jetzt wieder umso besser. In den nächsten Tagen wird es auch wieder ein bisschen wärmer werden. Ja, hier haben wir wieder die wunderschöne kleine Marone. Ja gut, ich habe jetzt genug an schönen Maronen zusammen. Und damit möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. Auf Wiedersehen.